Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Sörenbude. Bisschen später, als ich geplant hatte, aber heute machen wir die Auflösung der Abstimmung zu euren Lieblingscharakteren der inzwischen vorübergegangenen Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Wenn ihr dieses Video seht, ist hoffentlich Dienstag, wenn ich es richtig hinkriege. Gestern war dann eine Folge Walross Edition dumm, morgen kommt eine Spezialepisode, auf die ihr echt gespannt sein könnt. Meiner Meinung nach ist sie sehr gut geworden. Und ja, fangen wir an. Erst einmal möchte ich euch sagen, was meine Top 5 Charaktere der gesamten Reihe sind. Ich hatte euch gesagt, es wird 3 Teile in diesem Video geben. Meine Top 3, beziehungsweise habe ich jetzt einfach 5 gemacht. Dann, was ich geschätzt habe, sind eure Top 3. Beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht mehr, habe ich 5 geschätzt. Ich muss kurz auf meinen eigenen Eintrag gucken. Ich habe 3 für euch geschätzt. Und dann, welche Charaktere ihr wirklich am besten fandet. Ich werde dann... An sich sind die Top 3 das Wichtigste, aber ich habe einfach mal alle möglichen und die Punktezahlen, die sie bekommen haben, notiert. Die Punkteverteilung war recht simpel. Ich habe euch ja allen gesagt, Top 3 Pokémon einfach in die Kommentare schreiben. Habe die Kommentare dann direkt gelöscht, damit es spannend wird und niemand sich das schon ausrechnen kann. Und der Platz 1 hat für das Pokémon 3 Punkte gegeben. Platz 2, 2 und Platz 3 einen Punkt. So simpel ist das. Es ist jetzt vielleicht nicht die allerakkurateste Abstimmung, weil einerseits natürlich auch einige stille Zuschauer dabei sind, relativ eindeutig, weil es schreiben halt einfach nicht so viele Leute Kommentare, wie in der Regel die Walross-Edition gucken. Die hat im Durchschnitt so 200 Aufrufe und Kommentarschreiber, die aktiven. Ich überlege gerade, wie viele bei der Abstimmung mitgemacht haben. Ich glaube, 11 oder 12. Und da waren auch schon welche dabei, die ich sonst nie in den Kommentaren gesehen habe. Aber ja, reden wir nicht mehr lange drum herum, sondern fangen mit meinen Top 5 der Walross Edition an. Und zwar beginnen wir mal mit Platz 5. Und da haben wir... Okay, habe ich ein bisschen geschummelt, weil ich ehrlich gesagt nicht ganz wusste, wen ich auf Platz 5 haben wollte. Und deswegen ist das ein Unentschieden zwischen zwei Charakteren, die Teile der Geschichte Protagonisten waren und Teile Antagonisten. Floink und Nick Schrosma. Wobei die Verteilung doch nochmal ein bisschen unterschiedlich ist. Es sind beides einfach Charaktere, die in meinen Augen... Allgemein, ich werde bei den meisten jetzt hier nicht viel begründen. Ich persönlich bin recht zufrieden mit dem Design beider Charaktere. Nick Schrosma vielleicht noch ein klein bisschen weniger. Floink war halt einfach ein sehr, sehr wiederkehrender Charakter. Sowohl als Protagonist und Antagonist. Und Nick Schrosma war einfach in meinen Augen wahrscheinlich schon... Boah. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also er war unter den Antagonisten... Wahrscheinlich schon so ein bisschen einer, ich hätte fast gesagt, mit dem man relaten kann, aber nicht wirklich. Aber irgendwie so ein bisschen lockerer einfach als Antagonist, als so manch anderer Charakter, habe ich das Gefühl. Dann, auf Platz 4, das ist auch mit Platz 3, kann man auch ein bisschen tauschen, habe ich aber jetzt einfach so aufgeschrieben. Omegon. Ist halt auch so ein bisschen die Sache, ihr kennt Omegon fast gar nicht. Die Spezialepisode morgen wird ihn definitiv nochmal ein gutes Stück näher beleuchten. Und dann auch die Spezialepisode X. Das greife ich schon mal ein bisschen vorne weg. Ich hatte persönlich auch gedacht, ihr würdet Omegon höher ranken. Da habe ich aber ein bisschen zu sehr von mir auf euch geschlossen, habe ich das Gefühl. Ihr kennt ihn halt kaum, aber ich würde echt... Ich bin so optimistisch zu sagen, nach den beiden Spezialepisoden würdet ihr Omegon in eure Top 3 voten. Aber ja, für mich ist er derzeit Platz 4. Auf Platz 3 haben wir Eevee, die unter anderem dadurch, dass sie einfach
mein erster richtiger OC-Charakter als Elementarer geworden ist, für mich ein bisschen was bedeutet. Und auch so mit die größte Charakterentwicklung hatte, hatte ich das Gefühl. Dann auf Platz 2. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, das zu sagen, wenn ich jetzt so den Endplot der Walross Edition 6 habe über Darkrai, die gucken, wissen genau, was ich meine. Und auch diese Art, wie ich über Günther als mich selber geschrieben habe, aber insgesamt fühle ich mich irgendwie trotzdem von meinem Platz 2 von Shinux einfach am meisten so vertreten als Charakter. Irgendwie ist das so der Charakter, mit dem ich am meisten relaten kann. Ich kann echt nicht erklären, warum. War einer der präsentesten Charaktere, behaupte ich. Einer mit den krassesten Stories. Auf jeden Fall einer der Charaktere, der am meisten durchgemacht hat. Und das Ende wisst ihr ja auch alle. Ein bisschen erzählt über Shinux wird auch im November noch in der Spezialepisode Lullaby. Und ja. Und mein Lieblingscharakter nennt mich Narzisst. Aber Darkrai ist einfach in meinen Augen für mich persönlich zum Schreiben und zum Synchronisieren der coolste Charakter gewesen. Punkt. Gibt's nicht viel zu sagen, ist aber auch... Ich meine, mit Darkrai kann ich am besten relaten. Ja, das waren meine Top 5 oder wenn man es genau nehmen will, Top 6 Charaktere. Und jetzt kommen wir dazu, was ich geschätzt hätte. Wären eure Top 3? Und zwar gerade von dem, was ich in Kommentaren und Premierenchats und allem immer gelesen habe. Ich war mir recht sicher, fangen wir von der 3 an. Ich wollte gerade schon die 1 sagen. Also als drittes habe ich ja schon gesagt, ich dachte, ihr würdet Omegon ein bisschen higher voten, aber über ihn wisst ihr einfach nicht genug. Deswegen, Omegon wäre meine Schätzung 3 gewesen. Auf Platz 2 habe ich bei euch auch Darkrai gesetzt. Habe ich das Gefühl, vor allem so gegen Ende der Serie, gerade so beim Finale der Walross Edition 6, gab es doch relativ viele, die sich auch auf seine Seite gestellt haben bei der Abstimmung oder auch beim Epilog dann den Plot-Twist. Und was ich wirklich den Eindruck hatte aus Premierenchats, Kommentaren, allem Möglichen, was ich wirklich gedacht hätte, würde euer Lieblingscharakter der Reihe sein. Eevee. Ich hatte wirklich einfach so den Eindruck, aber letztendlich kann ich auch sagen, ich habe die Liste ja gerade vor mir und letztlich seid ihr deutlich näher an meinen eigenen Top 3 als an meinen Einschätzungen über euch dran. Und damit fangen wir an. Mit Platz 5 eurer Top 5 Walross Editionscharaktere. Ja, Eevee. Gleich nochmal Eevee. Ich hab gedacht, das wird euer Platz 1, aber tatsächlich mit insgesamt 10 Punkten, aber damit doch recht großem Abstand zu den nachfolgenden Charakteren, ist Eevee Platz 5 eurer Liste geworden. Ich meine, ich kann nicht für euch begründen, warum, aber das ist, wie es ist. Platz 4 ist sehr am Ende der Abstimmung noch mal ein gutes Stück abgefallen, war die meiste Zeit sogar eher Richtung Platz 3 oder gar 2 unterwegs und muss ich sagen, wäre einer der letzten Charaktere, mit dem ich gerechnet hätte bei eurer Abstimmung. Ich weiß wirklich nicht, irgendwie habe ich euch da ganz anders eingeschätzt, aber mit 11 Punkten, ein Punkt vor Eevee auf Platz 4, haben wir Funkenherz. Hätte ich wirklich nicht gedacht, sage ich, wie es ist. Ich hätte gedacht, dass das so ein Charakter ist, so einer von der Kategorie, an die er überhaupt nicht denkt bei der Abstimmung. Wer dann einfach nur 0 Punkte am Ende hat, nicht weil die Leute den Charakter gar nicht mögen, sondern einfach, weil sie ihn halt nicht am meisten mögen. Aber Funkenherz Platz 4. Platz 3 eurer Liste. Mit 15 Punkten ist Shinux. Shinux auf meiner eigenen Liste ja auch Platz 2. Offensichtlich mochtet ihr den Charakter auch relativ gerne. War die meiste Zeit auf dem Gleichstand bis
oder teilweise hinter Funkenherz. Letztlich aber doch davor gelandet mit Platz 3 eurer Lieblingscharaktere der Reihe. Platz 2. 19 Stimmen. 19 Punkte, muss ich sagen, nicht Stimmen. Auch ein Charakter. Irgendwie macht's Sinn. Irgendwie habe ich aber nicht damit gerechnet, dass ihr bei den ganzen Charakteren wirklich sagt, ja, das ist auch wirklich so einer der Lieblingscharaktere. Es ist natürlich ein mega präsenter Charakter und auch einer, von dem ich jetzt nicht dachte, dass ihr ihn komplett scheiße findet, aber letztlich ist Günther euer Zweitlieblingscharakter geworden. Wobei man sagen muss, bisschen Diskussionssache. Wenn ich die Leute nicht mitgezählt hätte, die Günther explizit nur die Feuerriegelform gewählt haben, dann wäre er nicht Platz 2. Ich kann's wohl so oft betonen, wie ich will. Für euch ist das ein anderer Charakter. Ist es nicht. Günther ist Günther, egal ob Feuerriegel, Kanimani, Mensch, was auch immer. Aber ja. Und Platz 1 eurer Rangliste. Relativ eindeutig 26 Punkte. Und damit 7 vor Günther auf Platz 2. Es ist... Aber bevor ich euch das verrate, kommen wir zu ein paar Honorable Menschen. Ich weiß, ich meine das ernst, ich bin ein Arschloch. Und zwar, es gab gar nicht so viele Charaktere, die überhaupt Stimmen bekommen haben. Deswegen habe ich mich entschieden, auch nochmal jetzt Honorable Mentions mit den Punktzahlen für alle Charaktere, die überhaupt Stimmen bekommen haben, zu machen. Und ich muss sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass Lord Ecke mit 0 Punkten rausgeht. Uff. Aber wir haben 5 Punkte auf 2 Charakteren, damit 5 Punkte weg von Platz 5. Sowohl Latias als auch Sejong. 2 Charaktere, die ich persönlich auch relativ gerne mag, wobei doch ein gutes Stück weniger, sag ich mal. Sejong ist für mich einfach wirklich so Comedic Relief, so ein Nebencharakter, der einfach ein bisschen die Laune höher halten soll, gerade in so dunkleren Passagen in der Geschichte. Ihr mochtet ihn offensichtlich ziemlich gerne. Seemops Sejong ist ein Charakter wieder. Und damit 5 Stimmen. Latias hat, denke ich, gerade in der Walross-Edition 5 gepunktet. War, zumindest in meinen Augen, weiß ich nicht, ob das für euch genauso war, in der Walross-Edition 5 wahrscheinlich der beste Charakter. Punkt. Dann haben wir mit 4 Punkten, 1 darunter, Floink auf dem 8. Platz. Floink, 4 Stimmen. Auch so ein Charakter. Ich habe auch das Gefühl, ich schließe hier einfach mal ein bisschen was draus. Natürlich kann es gut sein, dass ich einfach bei einigen hier nicht sage, was ihr denkt, aber ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht so ein Charakter ist, wo sich niemand wirklich denkt, ja, das ist schon so einer der schlechtesten Charaktere der Reihe. Aber halt auch, wo sich niemand denkt, ja, das ist schon so mein Lieblingscharakter. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie diese 4 Punkte zustande gekommen sind. Ob irgendwie mit 2 zweiten Plätzen, mit was auch immer. Ich bild mir ein mit einem zweiten und 2 dritten Plätzen. Aber ja, beide Charaktere, die jetzt folgen, hatten einen zweiten Platz und damit jeweils 2 Punkte. Nick Schosma und Omegon. Omegon, eine Stimme hat er noch bekommen. Ich dachte ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich, ich bleib dabei. Es wird dran liegen, dass ihr ihn noch nicht gut genug kennt. Ich denke, eure Meinung wird sich noch ein bisschen verschieben, was ihn angeht. Und die letzten Charaktere, die Stimmen bekommen haben, da muss ich sagen, habe ich ein bisschen was zugelassen, was jetzt nicht so in der Regelbeschreibung stand,
weil ich eigentlich sagte, alle Charaktere, die in den Credits der Walross-Edition waren. Aber Olaf habe ich durchgehen lassen. Olaf hat einen Punkt bekommen, genau wie Chillast. Chillast war halt so ein Charakter, habe ich das Gefühl. Der Teil, wo er eingeführt wurde in Walross Edition 3, hatte er ein bisschen Relevanz. Und ansonsten wirklich war seine Hauptrelevanz erst, als er eben nicht mehr in der Geschichte war, sondern einfach weggestorben ist. Das war so ein bisschen der Punkt. Aber ja. Oh mein Gott, was war das für ein Voice Crack? Das war's mit dieser Liste. Eure Lieben. Nee, bin ich behindert. Ich habe euch noch nicht Platz. Ich habe euch noch nicht Platz 1 gesagt. Ich glaube aber, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Platz 1 eurer Wahl. 26 Stimmen. Ich. Also. Jetzt wirklich ich, Darkrai, ihr wisst schon. Ja, 26 Stimmen habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Hier Platz 1, so großer Abstand. Ich bleib dabei. Ich glaube, gerade so am Ende der Geschichte habe ich nochmal ein bisschen Eindruck geschindet, als wirklich klar geworden ist, was so hinter mir steckt. Mehr als einfach nur in Irra. Aber ja. Das war's dann wirklich mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und oder Abo dalassen. Seid bei den Spezialepisoden, bei den nächsten Hörspielen, bei den nächsten Spezialepisoden. Seid einfach weiter auf dem Channel dabei. Wir sehen uns. Bis bald und ciao.